Hallo liebe Spielefreunde und herzlich willkommen in Rapture. Wir meinen natürlich zu unserem Videotest zu Bioshock The Collection, der Spielesammlung von Take-Two, in der alle drei Teile der Serie vereint werden, und zwar in technisch überarbeiteten Versionen. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Beginnen möchten wir natürlich mit dem ersten Bioshock-Teil, der in der Originalversion für Xbox 360 im Jahr 2007 erschien. Hier seht ihr die Szene, die die Spieler damals mit am meisten beeindruckt hat, nämlich hier mit den Spiegelungen auf der Wasseroberfläche. Wenn ihr jetzt hier mal nach links schaut, dann seht ihr schon, dass nicht jede Textur überarbeitet wurde, aber gleichzeitig auch im Effektbereich sich doch noch so einiges getan hat. Vor allem aber macht sich die höhere Bildschärfe dank der höheren Auflösung bemerkbar. Das Spiel läuft durchweg flüssig bei einer hohen Bildrate und gerät auch während der Kämpfe nicht ins Stocken. Aus rein technischer Sicht kann sich das erste Bioshock in der Collection vielleicht nicht mit aktuellen Titeln messen, aber es ist ja auch eine Frage des Stils und in puncto Art Design spielt Bioshock noch immer in der obersten Liga. Was den Portierungsdienstleistern nicht gelungen ist, das sind kleinere Schwächen abzustellen, wie beispielsweise das Nachladen von Texturen. Das könnt ihr zum Beispiel auch hier bei diesem Plakat an der Wand sehen, das plötzlich scharf wird. Und jetzt gleich noch ein weiteres Mal. Aus spielerischer Sicht hat sich im Vergleich zum Original nichts verändert. Das heißt, ihr bekommt neben den Schusswaffen im Spiel auch Zugriff auf die sogenannten Plasmide. Damit könnt ihr dann direkt aus der Hand beispielsweise Blitze verschießen oder auch Feuer. Bleib ruhig, dein genetischer Code wurde gerade von einem Plasmid namens Electro Bolt komplett umgeschrieben. Eine weitere Information, die wir euch natürlich auch nicht vorenthalten wollen, ist die, dass auch der erste Teil in der Bioshock Collection in einer gänzlich unzensierten Fassung vorliegt. Es gab zwar damals auch in Deutschland die unzensierte, aber deutschsprachige PEGI-Fassung zu erwerben, die USK 18-Version damals allerdings war ja in Sachen Gewaltdarstellung zumindest dezent gekürzt. Ansonsten ist der erste Teil nur um die sogenannten Duellräume erweitert. Das sind einfach Challenges, in denen ihr auch auf Wunsch weitere Achievements bzw. Trophäen freischalten könnt. Und wo wir hier gerade im ersten Teil rechts noch einen Big Daddy im Bild sehen, kommen wir auch gleich zu Bioshock 2. Da werdet ihr nämlich selbst ein Big Daddy bzw. seid zu einem geworden in der Zwischenzeit und müsst jetzt folglich die Little Sisters beschützen. Auch im zweiten Teil ist es vor allem die höhere Auflösung und dadurch höhere Bildschärfe, von der die Grafik in erster Linie profitiert. Der technische Sprung fällt deshalb bei Bioshock 2 etwas geringer aus, als das beim ersten Teil der Fall ist. Aber auch hier finden wir nur sehr, sehr wenig zu meckern. Naja, abgesehen davon vielleicht, dass uns die Big Sisters, eine seht ihr hier gerade vor euch, uns damals ein bisschen genervt haben und es auch heute noch tun. Zudem ist Bioshock 2 sowohl erzählerisch als auch spielerisch mit den ganzen Beschützaktionen der Little Sisters nicht ganz so gut wie der erste Teil. Aber dafür gibt es wenigstens alle Einzelspieler-Zusatzinhalte, die es damals für Bioshock gab, obendrauf auf Disc. Und dazu zählt auch der exzellente Story-DLC Minerva's Den. Auf den Multiplayer-Modus müsst ihr hingegen verzichten, aber das stellt aus unserer Sicht keinen wirklichen Verlust dar. Wie lange noch? Und damit sind wir auch schon bei Bioshock Infinite, dem dritten Spiel, das der Sammlung beiliegt, angekommen. Hier fallen die technischen Aufwertungen im Großen und Ganzen etwas weniger auf, als das bei den anderen Spielen der Fall ist, was natürlich auch daran liegt, dass Bioshock Infinite noch nicht ganz so alt ist wie die beiden anderen Spiele. Weniger beeindruckend sind Szenen wie diese hier, als wir zum ersten Mal die Wolkenstadt Columbia betreten, deshalb aber keineswegs. Denn gerade in Columbia fällt doch auf, dass sich im Bereich der Lichteffekte doch einiges getan hat. Und da aufgrund der Tatsache, dass wir hier verschiedene Objekte auch auf größere Distanz anschauen können, da fällt dann auf, dass die Detailschärfe doch deutlich größer ist, als das damals auf PS3 und 360 der Fall war. Natürlich erhaltet ihr auch in Bioshock Infinite Zugriff auf sämtliche Einzelspielererweiterungen, die es damals gab. Und dazu zählt auch das zweiteilige Story-Add-on Seebestattung. Anders als bei der Erstveröffentlichung müsst ihr die deutsche Sprachausgabe natürlich nicht im Nachhinein erst noch herunterladen, sondern
erhalte sofort Zugriff darauf. Aber ihr könnt natürlich auch, wenn ihr das möchtet, die herausragende englische Sprachversion für alle Hauptspiele und alle DLC-Inhalte genießen. Bonjour, Monsieur Serra. Bonjour, Mademoiselle Elisabeth. Je manque d'inspiration aujourd'hui. Mit Bioshock The Collection liefert Take-Two eine rundum gelungene HD-Neuauflage der gesamten Serie ab. An erzählerischer und atmosphärischer Klasse hat es der Reihe sowieso noch nie gemangelt und auch spielerisch bekommt ihr einiges geboten. Und auch der Umfang kann sich sehen lassen, denn ihr werdet mit sämtlichen Inhalten locker 20 bis 30 Stunden beschäftigt sein. Für Serienfans ist es die perfekte Gelegenheit, die Abenteuer noch einmal zu erleben und für Neueinsteiger die perfekte Gelegenheit, um einzusteigen in die Reihe. Alle weiteren Informationen zum Spiel findet ihr wie üblich auf gamersglobal.de. Und zum Abschluss noch ein kleiner Warnhinweis. Trinkt nicht einfach aus irgendwelchen Flaschen, die ihr auf der Straße findet. Ihr könntet euch die Finger verbrennen. Hiss.